Am Samstag, den 24. September, haben ungefähr 200 Menschen für den Erhalt des kulturellen Freiraums auf dem Gelände des Gasometers demonstriert. Der Mietvertrag zwischen den Stadtwerken und dem Verein Sozialpalast, der das Gelände seit März 2021 nutzt, läuft Ende September aus. Rund 200 Leute haben deswegen für eine Verlängerung des Vertrags und gegen den Verkauf des denkmalgeschützten Geländes an InvestorInnen demonstriert. Die Demonstration startete mit mehreren Redebeiträgen am Rathaus, bewegte sich dann für eine Zwischenkundgebung vor den Hauptbahnhof und zog schließlich zum Gasometer am Albersloher Weg weiter. Das Gelände wird seit März 2021 vom Verein Sozialpalast als offener kultureller Raum und Begegnungsort genutzt und mit zahlreichen Events bespielt.